Ich habe zwei Gäste hier heute, was mich sehr froh macht, weil ich tatsächlich dieses Jahr ja das Vorhaben hatte, ein bisschen mehr Leute hier auf den Channel zu bringen. Übrigens habe ich eben tatsächlich von dem allerechten Herbert Stricker gehört, dass der Anfang März kommt. Geil. Ja. Das wird sein. Genau, weil ich sehe hier schon die Emotes. Nicht wie die Deutsche Bahn, ja immer, klar, oder? Ja, Mensch, nur 30 Minuten später. Nur, wenn man hier nicht parken kann, das ist, ja, das ist echt Krise, Alter. Das ist das andere Thema. Vor allen Dingen haben wir uns extra eine halbe Stunde früher getroffen oder wollten und dann hat es halt einfach nicht geklappt. Genau, liebe Leute, womit fangen wir denn an? Was habt ihr? Habt ihr einen Wunsch? Weil ihr müsstet das eigentlich mal, ich muss das eigentlich mal zeigen. Also der Max hat so eine Sporttasche mitgebracht. Wie viele Flakons hast du dabei? Boah, 40, 50 Stück. Ah, geil. Ich habe hier wie immer meine Kiste. Das blendet so krank. Soll ich das ausmachen? Ich finde es eigentlich ganz angenehm. Echt? Genau. Ich habe hier so meine Kiste. Ja, okay. Und du hast... Ich habe wenig dabei. Du hast am wenigsten dabei, ja, von uns. Ne? Dafür nur das Beste. Ja. Dafür the real shit, Arichle Doré und... Das war mehr für den Max, das war nicht mehr für den Stream gedacht. Genau, Roger Parfums hat er auch eingepackt. Die Parfüm-Creme de la Creme steht da. Nice. Danke für das Kompliment. Womit wollt ihr anfangen? Wir haben uns ein paar Themen rausgesucht. Von Frühlingsdüfte bis zum Valentinstag ist ja alles dabei heute. Habt ihr einen Wunsch, womit ihr anfangen wollt? Sollen wir mit den Valentinstagsdüften anfangen, oder? Vielleicht. Ja. Ist ja nicht mehr so lange, ne? Also, ich sag mal... Okay, wann ist das eigentlich? Falls... Also, ich hab noch nichts vorne. 14. Februar, ne? Oder? Genau, ja, 14.02. Ja. Okay. Blumenindustrie freut sich. Ja, ja. Genau. Allgemein die Industrie freut sich, jeder hat. Das ist echt so. Parfümindustrie eigentlich auch, ne? Weil die hauen dann das auch, ja auch immer Specials raus. Ach ja, richtig, genau. Ich habe da ja ein spezielles Produkt, was ich launche zum Valentinstag. Ne? Also wenn ihr das Video guckt, dann wird ein E-Book online gehen. 5x5 Düfte für den Valentinstag. Also 5x5 Kompliment-Getter. Okay. Deshalb auf jeden Fall, wenn ihr auf YouTube seid, schaut gerne in die Beschreibung. Und dann, genau, werdet ihr von Komplimenten so überhäuft, munkelt man. Was ist denn euer Scent of the Day? Wollt ihr mal loslegen? Dann richte ich die Kamera nochmal ein. Riecht man es vielleicht? Kommst du drauf? Kommst ich, du drauf? Riecht es nicht? Riecht nicht. Okay, nee, hast du schon eine Weile her. Von Louis Vuitton. Jetzt Max Leder. Louis Vuitton Leder Ombre Nummer. Ja, natürlich. Ja, genau. Da ich mal wieder All Black heute bin, samt allem. Ich meine noch, ich hätte das eben gerochen. Ja, ich glaube, ich habe es noch dezent gehalten. Weil jetzt ja, mal den schwachen Duft heute auf. Richtig, genau. Mein und, Gott, Alter. Radical Rose draufgehauen von Mathieu Premier. Okay. Ich dachte mir so irgendwie... Das ist ja auch irgendwie ein Feature, wenn man so das... Dunkel Rosige, es passt ganz gut. Eben. Ja, ich habe heute den Guerlain Santal Royal aufgetragen. Okay, okay. Nice. Weil ich sitze ja noch an einem Guerlain Top 10 und ja, der Duft schafft's nicht. Nee. Also der ist halt geil, der hat eine geile Performance, aber der ist einfach zu langweilig, finde ich. Findest du, ja? Ja, okay. Genau. Der schafft sich in der Top 10. Nee, schafft's nicht. Krass. In der Top 10. Nee. Okay. Nee, die haben viel bessere Düfte. Yo, wer fängt denn an mit einem Valentinstagsduft? Was ist euer Valentinstagsduft so? Wenn ihr jetzt einen auswählen müsstet. Also ich muss sagen, ich habe auch ein paar Damendüfte dabei. Einfach nur, um halt auch alle so zu bedienen. Genau. Genau, aber was ist so für euch? Sollen wir der Reihe nach anfangen? Ja, lass uns einfach mal. Also, wer unseren Podcast ab und zu verfolgt. Ich habe ihn sogar auch dabei. Ja, hast du ihn auch dabei? Ja, ja. Guck mal, ich habe es hier so gut angeklebt. Oha, was ist denn da passiert? Fällt einfach ab, keine Ahnung. Auf jeden Fall. Hier, Max, du musst den aber da reinhalten. Ja, okay, die stimmt. Man muss über Max halten. Ja, man sieht es halt echt nicht so gut. Das ist der Intoxicated von Kilian. Sehr geil, ja. Und wie ihr vielleicht, manche von euch wisst, im Podcast berichte ich immer von dem als mein typischer Date-Duft. So, also er ist einfach genial. Ne? Riecht so schön nach Kaffee, würzigem, herbem Kaffee, diese geile Kardamom-Note mit drin, also Hammer. Erinnert mich halt eben vorrangig an so einen arabischen Kaffee, jetzt nicht so einen Milchkaffee, sondern wie gesagt sehr, sehr herb, würzig, ziemlich geil. Und das ist eben mein Date-Duft immer und das spielt ja am Valentinstag immer eine große Rolle. Deshalb meine Wahl und als Kaffee-Ergänzung für die Frauen der Ti Amo, heißt ja ich liebe dich auf Spanisch, ne? Italienisch. Ne? Ja. Auf Spanisch heißt es. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung, Mann. Spanisch war ich immer scheiße. Auf Französisch könnte ich es dir sagen. Ja, Italienisch, ja. Auf jeden Fall ist das so ein, ja, so ein herb, süßer, herb, sage ich, so also ein floral, süßer, auch leicht Kaffee-Kakao-artiger Duft für die Frauenwelt. Mhm.
Soll ich mal riechen? Kennt ihr euch? Ja, ich kenne ihn, ja. Also ich finde die Frauendüfte von Roger ja eigentlich nicht so. Der ist Hammer, finde ich. Aber der wandelt sich noch. Warte mal, wir haben ja auch, wir müssen ja nicht hier am Zerstäuber schnüffeln, sondern wir können ja hier heute alles einsuppen, schön, damit es jetzt hier nächste Woche richtig nice stinkt. Das Gute ist, der Raum ist halt minimal verglichen mit dem anderen. Also vor allem willkommen im Kuhstall. Ja, die Leute wissen, was abgeht, leider. Ne? Also wenn hier der ein oder andere... Ist gut, dass wir nicht den Stream, den wir hatten, hier gemacht haben. Weil da haben wir ja nur die Orientbrecher rausgeholt. Das ist ja ersticken. Nach hinten. Oh, ich rieche schon bis hierhin. Boah, ist schon krass. Also, der haut schon rein. Ja. Hätte ich jetzt nicht erwartet. Am Streifen so riecht das sogar besser als auf der Haut. So eine süße Kakao-Kaffee. Sehr nice. Mit rein. Okay. Finde ich einen nicen Duft, ja. Auf jeden Fall. Ja. Also wer auf Kaffee steht, der sucht sich gemeinsam die zwei Düfte am besten aus. Sehr nice. Ja. Das war der Gedankengang. Ich habe auf jeden Fall auch einen, den man unisex verwenden könnte. Ich habe mir einfach mal einen der Trussardis rausgesucht, den Levi di Milano-Reihe Passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele II. Der Name, der haut auf jeden Fall rein. Alle, die es nicht wissen sollten, das ist dieser orangene Flakon, das ist der sogenannte Nutella-Duft. Keine Schuss, halt, ja, nice. Das, weil ich immer so schreie. der riecht halt original nach Nutella, wie wenn du ein Nutella-Glas öffnest. Ich kenne ihn auch. Ich empfehle den immer für meinen Parfum-Concierge. Ja, wenn Leute halt so Gourmand-Düfte mögen. Ja. Und finde ich sehr, 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 sehr nice auf jeden Fall auch die Flakon-Qualität. Ich habe den Flakon noch nicht gehabt. Ne? Also bis jetzt immer nur Abfüllungen, weil einfach keine Kohle. Genau, und der, den finde ich aber sehr, 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 sehr lecker. Also ihr sagt also, so Date ist auf jeden Fall Gourmand-Territorium, oder? Schon ein bisschen, ja. Also ich finde schon ein bisschen was Süßes. Okay. Weil ich habe ein bisschen was anderes dabei, so für Date. Ja, also ich habe auch noch was eben komplett anderes. Also zwei verschiedene Welten quasi. War and Peace zum Valentinstag. Ja. Genau. So muss es sein. Das beschreibt dann noch perfekt die Beziehung. Und ich finde den so unfassbar. Ich finde den so unfassbar lecker, diesen Duft. Ja. Ne? Ey, der ist ja nicht so teuer eigentlich. Nö, ich glaube 165 Euro. Ja, also im Vergleich jetzt zu so einem... Mit diesem Kopf und so, ne? Zu so einem Kappe. Roger hier, ne? Das ist schon sehr hochwertig. Also schon sehr nice, ja. Und die lassen sich relativ gut verstauen durch die lange, hohe Form. So relativ gut. Die guten, kann man mal in die Sporttasche reinpacken. Ja. Ja. Und ich habe mir parallel noch quasi den zweiten Trussardi mitgenommen. Den Aperitivo Milanese Porta Nuova. Michael hat gerade einer gefragt, wie war der Name von dem Nutella-Duft nochmal? Ja, glaubst du, ich poste das jetzt hier rein, oder was? Der Name ist so lang wie... Passeggiata in Galleria Vittorio Emanuele II. Genau. Ja, das ist auf jeden Fall ein Duft, der nach Amaretto und diesen Amarettini Kekse, die man beim Italiener mal bekommt. Also quasi gleicher Flakon, nur in beige. Und ich habe mir sogar gedacht, den orangenen, also den Nutella-Duft, würde ich sehr, sehr gerne an einer Frau riechen. Also wenn ich jetzt auf ein Valentinstags-Date gehe, so dass ich denke, die riecht nach Nutella. Das ist schon zum Anbeißen. Und dann gedacht, als Pendant dazu würde ich dann quasi nach Amarettini-Duft duften. Und, krass, okay. Ihr ergänzt ihr euch. Ja, okay. Nice. Und das ist die falsche Kappe, oder? Echt? Ja, nee. Meine ist nicht schwarz. Ah, vielleicht habe ich die aus Versehen verwechselt. Meine Tochter spielt immer mit diesen Hundeköpfen. Ach, geil. Die tut dann immer so, als wären das so wirklich Hunde und als würden die Parfum trinken. Und dann geht es immer so hin und dann so. Okay. Ja, geil. Insights aus Deadline. Ah, voll sweet. Ja, ich habe mich ein bisschen für was anderes entschieden. Also ich fange einfach mal mit dem Damenduft an. Und zwar habe ich da den, genau, ich habe Oriana ausgesucht. Für mich ein richtig nicer Duft von Parfums de Mali. Kennt ihr den beide? Mhm. Ja. Okay. Ich kann den irgendwie nicht so wirklich in eine Raster packen. Also es hat irgendwie für mich was von Zuckerwatte. Also zuckerwattrig süß. Fruchtige Zuckerwatte. Genau. Und ich hatte, und aber irgendwie auch so molekülmäßig. Also nicht so wirklich jetzt wie Baccarat Rouge, dass du da vorwegläufst, sondern eher so ein bisschen transparenter und so. Aber für mich wirklich extrem nices Release. Witzig ist, ich hatte ja vor einer Weile mal einen Stream mit denen. Also ich arbeite ja für Douglas und da hatten wir so einen Stream. Ich habe parallel auf Twitch gestreamt. Und da hat die Dame von Parfums de Mali mir den zum ersten Mal unter die Nase gehalten. Okay. Und es war halt ganz witzig, weil die hat das halt so aufgesprüht und meinte, ja, das ist der Oriana. Und man merkt einfach so, ich sitze da so und erstmal so halt so Pokerface, ne? Und dann auch in die merkt man einfach, wie ich so richtig, wie ich so richtig am Grinsen bin, ne? Weil ich muss ehrlich sagen, die anderen von Parfums de Mali finde ich persönlich jetzt, die sind zwar gut. Die Frauendüfte, meinst du? Ja, vor allen Dingen Delina, also Delina La Rosée, hattest du mir ja freundlich
geschickt. Ja, den La Rosé finde ich sehr, sehr geil, aber normale Delina ist für mich nicht das Geld wert, weil es so schwer auch irgendwie so. Ist halt, also du zahlst dafür 200 Euro und das ist für mich einfach so, ich will dafür was Besonderes haben, weißt du? Weil ich kann mir ja zum Beispiel auch den Givenchy L'Interdit Rouge kaufen. Da habe ich jetzt ein Sample bekommen, ich bin mal gespannt. Ja. Noch nicht getestet? Nee, noch nicht. Ich finde, die sind ein bisschen, also die gehen ein bisschen in eine ähnliche Richtung, ist auch so etwas Gourmand-mäßig. Erstmal Flacon finde ich übelst nice. Ja, sieht gut aus. Sehr, sehr crazy. Und das wäre halt so, keine Ahnung, ich finde, die gehen beide in eine ähnliche Richtung und der ist auch sehr... Sprühkopf übrigens. Ich sprühe jetzt nicht. Sehr stark, ja. Nach dem Stream hätte ich todes die Kopfschmerzen nach all den Parfums. Ja, was meinst du denn, was wir machen? Vor allem, du musst heute noch zurück, ne? Nach Stuttgart. Ich muss zurückfahren, ja. Ja, ja. Boah, das riecht krass. Irgendwie bist du dann Lost Cherry jetzt hier. Ja, richtig ruhig mal. Ja, ja, also ja, wenn du den noch krass. Nicht kennst. Nee, nee. Ich kenne den auch noch nicht. Echt nicht? Nee. Ah, krass. Boah, ich finde, der hat doch so ein bisschen so eine Marzipan-Note fast schon. Also ein bisschen mandelig süß. Mhm. Und oben drüber ist eine starke Kirschnote auf jeden Fall. Ja. Krass, das ist echt geil. Ich finde mir viel billiger vorgestellt. Unfassbar geil. Ja. Ja. Ach, krass. Ja, das ist so ein bisschen was Prickelndes, so wie so Cola oder sowas. Ja, als wir da irgendwie ja, ja. Alles echt gut. Ja. Genau. Ganz krass. Geil. Und dann halt, was nehme ich jetzt für ihn? Das ist jetzt die Frage. Ja, was würde ich tragen? Also ich denke, es gibt verschiedene Varianten, ne? Ich meine, du kannst halt, wenn du richtig Bock hast auf Mainstream und Bock hast auf Dior Sauvage, dann kann man natürlich den Fougère kaufen, ne? Von Schwarzlose. Das wäre jetzt so eine Nischenalternative zu Dior Sauvage. Also könnt ihr gerne mal... Ja, kriegst halt, ja... Geht in die Richtung. Wäre voll Duschgel-mäßig. Ja, ja, genau. Also das wäre sehr, sehr, wenn man sich jetzt nicht so viel traut, sage ich jetzt mal. Was aber auf jeden Fall mein persönlicher Favorit jetzt von Parfums de Mali ist, ist ja immer der Carlyle. Carlyle für mich mega das Gerät, halt alkoholisch, dunkel, tabakmäßig. Der bombt richtig. Das ist unfassbar. Und das Krasse ist halt, dass dieser Duft, das ist halt ein relativ dunkler Duft, aber der kommt halt auch bei dem weiblichen Geschlecht sehr, sehr gut an. Also ich kriege dafür extrem viele Komplimente, witzigerweise. Ich wurde letzten Winter durch sämtliche Masken hindurch so oft auf diesen Duft angesprochen. Ja, also es ist sehr, krass. Sehr krass. Also erstmal ist er ultra, ultra stark und halt das Komplimente-Monster überhaupt. Ich weiß auch noch, wo du das erste Mal in Bonn warst. Stimmt, so auch Karl Eidorf, keine Ahnung, bist du ins Auto eingestiegen? Ich dachte so, puh. Ciao. Ja. Haut auf jeden Fall rein. Ja, auf jeden ganz Fall. Weit oben halt. Alternativ natürlich den Leighton Exklusiv. Ja. Kann man, denke ich, nehmen, wenn man nicht so auf diese dunkle DNA steht. Voll. Und halt, weiß ich nicht, der Benjamin hat gerade geschrieben, Bonsoir zum Beispiel, den habe ich mir jetzt auch eingepackt, weil ich finde, dass der ja für so einen Amberduft eigentlich relativ sanft ist. Ne? Also es ist ja eigentlich fast nur Vanille und ich glaube, dass das für so ein Date auch ganz gut funktionieren kann. Ne? Ja. Ich hatte tatsächlich auch kurz überlegt, ob ich den Mus Gravageur mitnehme für Valentinstag. Geht ja in eine ähnliche Richtung. Da habe ich tatsächlich den French Lover. Ah, okay. Ja. Auch, ne? Aber ist jetzt nicht so sexy süß, ja, ne? Das ist eher so ein. Da musst du schon jemanden gegenüber haben, der die DNA von dem Duft mag, weil das ist Love or Hate-mäßig. Ja, genau. Also, es gibt halt viele, die es extrem feiern und viele, die es nicht so feiern. Ja, genau. Also ich bin ja seit zehn Jahren bin ich ja runter vom Markt, was Frauen angeht. Ja, wer weiß. Deshalb, ich kann den auf jeden Fall sehr gut tragen. Ist im Kommen. Oha. Nee, jetzt geht's los. Es entwickelt sich hier eine ganz andere Richtung. Nee, aber das ist auf jeden Fall, genau. Den Falcon Leather kannst du auch beim Date tragen, wenn du ihn 2 bis 3 Stunden vorher aufträgst. Ja, das schreibt der Lissam vorbei. Aber auch so finde ich, wenn du es nicht übertreibst, finde ich, kannst du ihn schon gut tragen. Also wenn du es so rocken kannst, sage ich mal, muss halt natürlich schon auch der Typ für sein. So, ne? Ich würde jetzt nicht so einen, sag mal, Bubi-Typ empfehlen, Falcon Leather im ersten Date. Ich finde, es muss auch immer voll dem Outfit matchen, der Duft, weil eben, wenn du da mit so einem, was weiß ich was, karierten hellen Hemd, spießermäßig irgendwie kommst und mit dem Falcon Leather, das passt nicht, da musst du schon mal mit einer Lederjacke irgendwie was. Ja, voll. Ich finde, das muss immer ein bisschen harmonieren. Dann wird es auch gegenseitig unterstrichen, das Ganze. Ja. Haben wir noch Alternativen? Du hast den Side-Effekt noch mitgebracht, den habe ich witzigerweise auch. Also ich Anni, du hast nicht den Side-Effekt. Ja. Scheiße, also Side-Effekt und was ist das jetzt? Atomic Rose. Atomic Rose, okay. Oh, der ist geil. Also das ist mein absoluter Favorite. Ja. Aber ich habe gedacht, ich mache hier nochmal, das ist ja also Rose-Ut, sage ich, so eine Safran-Rosen-Kombo eben auch, ne? Also hier, kennt ihr den Ex Nihilo Midnight Special? Allein vom Namen her habe ich mir gedacht, so... Passt zum Thema, ne? Könnt ihr gerne mal drin riechen. Also auch, ich finde es sehr, sehr safranlastig am Anfang. Huch,
Okay, ja. Ja, schwierig. Kannst du mal aussprühen. Aber auch das ist irgendwie so ein Kompliment, der Magnet, muss man echt sagen. Also der kommt tatsächlich gut an. Das wird Nachricht. Ich kann nie wieder in diesen Raum gehen. Ja, wahrscheinlich. Aber das ist auch stark, ja. Ich weiß, alleine. Ich sprühe ja alleine schon immer so viele. Aber das ist halt, jetzt ist wirklich... Overkill. Ist wirklich, ich muss dir demnächst mal Swiffer durch. Ich sehe das schon kommen. Vor allem haben wir auch nur die ganz schwachen Düfte heute. Ja, minimal. So richtig minimal. Ah, du kennst aber den, du kennst den 17 Rosso noch nicht, ne? Nee. Ah. Welchen haben wir bei dir gerochen im Stream? Den Quattro Rosso. Wir haben 17. Ach so, wir haben die 9, glaube ich, gerochen. Ja, kann sein. Wie fandst du den Quattro? Der hat mir ganz gut gefallen. Also ist mir positiv in Erinnerung geblieben. Mhm. Ich weiß aber gar nicht mehr so, also wir haben so viele Düfte damals gerochen, dass ich jetzt nicht mehr einordnen könnte, welcher war. Aber ich weiß das, also ich habe mir gemerkt, dass ich ihn gut fand. Müsste ich aber auch nochmal testen. Ja, das ist ja schon mal. Habe ich noch nie gerochen. Genau. Aber von Nugolini, den Loafer habe ich auch kurz überlegt. Ja, aber Loafer ist zu speziell, finde ich. Boah, du riechst dir das Safran raus. Riech mal dran. Also ja, ja. Das ist auf jeden Fall eine ähnliche... Das habe ich gemeint vorhin. Ja, ach so. Das ist ziemlich ähnlich, ja. Weil... Eben. Ich darf das noch nicht sagen. Also eventuell ist was in der Mache. Eventuell, ja. Aber ich darf noch nichts, also ich kann noch nichts sagen. Ich würde sehr gerne was sagen, aber ich kann noch nichts sagen. Aber es ist eventuell was, kommt was dieses Jahr. Who knows. Man weiß es nicht. Aber bei dem Thema, ne, Safran, ja. Findet ihr auch, dass momentan extrem viele Safran-Düfte voll gehypt werden? Also alles, was ja, so voll. Ich glaube, das hat auch so ein bisschen mit Dude for Greatness auch angefangen, würde ich mal behaupten. Baccarat, in der Art. Und jetzt momentan. Stimmt. Richtig, Safran ist voll auf dem Hype-Train. Ich krieg halt, für Safran kriege ich immer Komplimente. Deshalb, ich glaube, dass das so eine Note ist, die die Leute einfach extrem geil finden. So ist mit denen. Deshalb, auch, Falcon Leather ist ja auch Safran und Birkenteer, auch wenn Birkenteer halt super, super schwach da nur drin ist. Mhm. Oder Ding, den Terenzi, dem Spirito. Auch ein krasses Komplimente-Biest. Genau. Ja. Oder hier Anfass, ne? Ischk. Oh, der ist noch harmlos im Vergleich. Ja, der ist eher Erdbeer und dann später ist da ein bisschen Safran. Ich habe noch ja das Commodity Exploration Kit dabei. Muss nachher mal den Velvet riechen. Ja. Das ist auch Safran-Bombe hoch 10, wirklich. Okay. Ja, also bin ich gespannt. Ja. Auf jeden Fall, ich mache mal noch ein bisschen weiter. Für die Frauenwelt hier. Auf jeden Fall noch den Gegenspieler, den Atomic Rose. Und du hast ja vorhin gesagt, du magst Delina nicht so. Ich muss sagen, ich finde, der erinnert mich schon ein bisschen an Delina. Ein bisschen frischer, ein bisschen moderner, ein bisschen jünger. Mhm. Aber es ist auch so ein schön lebendig, frischer, spitziger Rosenduft. Ne? Ich mag Delina, ne? Aber es ist mir halt zu viel Geld für das, was Delina macht. Ja, Preis-Leistung, okay, verständlich. Das meinte ich. Wollt ihr mal riechen? Ich kenne den, ja. Du kennst den richtig gut. Das ist so ein bisschen zwischen Delina und Delina La Rosé von der Spritzigkeit. Kann ich auch sagen, ja. So kann man verstehe ich. Stimmt. Ja. Aber es ist gut. Ich habe auch noch was... Valentinstag so mäßig ist. Ich habe mir gedacht, also bei mir ist Valentinstag voll Gourmand. Ich bin so, ich denke mir immer so, keine Ahnung, wenn ich Date Night habe mäßig, dann will ich irgendwie nach Dessert riechen, so zum Anbeißen mäßig. Und deswegen habe ich noch den Ouverture von Xerjoff mitgebracht. Ich glaube, ihr kennt den beide, oder? Ja. Den kenne ich auch. Ich habe mir den erst vor kurzem geholt, vor einem halben Jahr oder so. Mhm. Boah, das ist ein Duft, also ich muss dazu auch sagen, den mag meine Frau auch richtig gerne. Und das ist schon mal ein erheblicher Vorteil. Auf jeden Fall. Und boah, ich feiere den so extrem. Also so richtig schön Apfel-Vanille-Strudel-mäßig. Das ist ja für mich ein Apfelstrudel am Anfang. Ja. Boah, allein am Flakon, boah. Der ist sehr, sehr krass. Der kickt mich jedes Mal weg. Witzig, ich hatte den ja nicht in meiner Top-10-Liste drin, ne? Leider. Aber ich finde schon, also ich finde vor allen Dingen Ouverture und hier... genau, den schwarzen finde ich auch, also... Aber das ist sehr, sehr krass. Ja, Accento Overdose... Das ist für nachher. Ist schon okay so, aber... Ja, findest du nicht? Ja, Ouverture ist ein richtiger Geheimtipp. Liebe den. Der Surferboy. Ja. Geheimtipp? Schreibt Guri. Geheimtipp. Ja, Geheimtipp. Ja, irgendwie viele haben den echt nicht auf dem Schirm. Wir sind im Nischenbereich unterwegs, Freunde. Das darf man nicht vergessen. Ja. Jo. Also, ich habe mich schon schlecht gefühlt, dass ich ihn erst jetzt so vom halben Jahr geholt habe. Ja. Also, es ist auf jeden Fall einer der weniger bekannteren Xerjoff, sagen wir es mal so. Ja. Ja. Ansonsten, was ich ja auch noch immer mal wieder so ganz gut finde, machen wir jetzt auch nochmal, wir wollen ja nicht nur Nische heute, ne? Ihr habt jetzt zwar alle hier eure teuren Dinger mitgebracht, aber was ich ja extrem geil finde, ist der Prada Luna Rossa Black, ne? Kennt ihr den? Ja. Also es ist für mich halt, wenn jetzt jemand so einen Duft braucht, der irgendwie für Schwiegereltern oder so da ist, ne? Keine Ahnung, wenn man jetzt auf ein erstes Date geht und man möchte halt nicht irgendwie negativ auffallen. Also positiv auffallen. Dann wäre das halt einfach so diese Seife, Kernseifengeschichte. Sprühkopf finde ich todes für den Arsch, muss ich sagen. Ja. Also wirklich katastrophal. Ja. Aber finde ich einfach so von der DNA her einfach
Ja. Keine Ahnung, ob ihr nochmal wollt. Es geht halt auch. Ich habe mir vor kurzem auch den Amber Pour On von Prada Gold. Ah, den kenne ich halt nicht. Auch so ähnliche Richtung mäßig. Ja. Ist halt auch so. Ja, ich kenne es also schon. Ja, man kann es hier nicht über. Man kann es nicht. Ich habe auch noch einen Designer-Duft dabei. Ah, den habe ich auch zu Hause. Ja. Dachte ich mir auch für Date Night oder Valentinstag. Geht auf jeden Fall sehr, sehr geil. Stronger with you intensely. Ja, ah, ich nehme absolut zu. Ja, ist immer die Frage. Entweder absolutely oder intensely. Ich muss sagen, als ich den intensely geholt habe, gab es den absolutely noch nicht mal. Ah, ja. Und dann habe ich mich ein bisschen geärgert, weil absolutely ist auch gut. Aber ich dachte mir auch, so ein bisschen nichtig sind die dann schon, wenn du den einen hast. Brauchst jetzt nicht unbedingt den anderen. Das stimmt. Aber was ist der Unterschied? Also inwiefern? Die sind einfach, ich finde den absolut noch ein bisschen süßer, glaube ich. Ja, und ein bisschen ledriger hinten raus, so ganz leicht. Der hier ist halt eher so geröstete Mandelmäßig. Ein bisschen Fireblaze-Vibe sogar. Ja, so eine Art, genau. So, ja. Und der Absolutely ist halt, ich glaube, Maronen. Okay. Ja, ich glaube, die haben ja in allen irgendwie so eine Kastanien-Maronen-Note mit drin und das zieht sich ein bisschen durch. Und also hatte ich auch überlegt, ist halt jetzt so ein Winterding, ne? Ja. Also, geht halt gar nicht im Sommer, ne? Kannst nee. Halt nur eher weniger. Bei kaltem Wetter reinhauen, weil sonst erstickst halt jeden, ne? Ja, genau. Das sind auf jeden Fall ein paar gute Date-Düfte, würde ich sagen. Also bei Date kannst du, glaube ich, das ist so eine Kategorie, die ist relativ ergiebig. Mhm. Ne, weil du halt die Möglichkeit hast, zu sagen so, okay, wenn ich eher der Typ bin, der mit Lederjacke kommt, dann kann ich auch vielleicht einen Lederduft tragen. Wenn ich eher der Elegantere bin, dann kann ich irgendwas Eleganteres tragen. Das ist relativ facettenreich. Aber, Safe Play hier, aber schon tendenziell eher so süßlich, ne, würde ich sagen. Ja. Also ich glaub, süßlich. Ich, Jahreszeit geschuldet bist, ich glaube ja, dass die Damenwelt auch lieber Düfte mag, die sie auch selber gerne tragen würde. So, ne? Also wenn du halt einen Duft hast, der süßlich ist, gourmandig so, das ist, glaube ich, kommt, glaube ich, dann eher gut an. Ja, und viele Männer trauen sich auch gar nicht, ne? So süßliche Düfte zu tragen. Ja, also dieses pudrige Dior-mäßige ist, so habe ich das Gefühl, kommt häufig. Aber ja, stimmt. So richtig süß, das sind eigentlich nur so die Parfum-Nischen-Heads, so, ne? Ja. Die das machen. Kann mir bitte jemand mal erklären, was pudrige Düfte sind? Oh, ja, gute Frage. So, ja, hast du schon mal an einer Puderdose gerochen oder an Babypuder? Oder Lippenstift. Oder Lippenstift. Ja, Lippenstift genau. Ist ein guter Vergleich. Das ist ein guter Vergleich. Ja. Lippenstift ist gut. Es riecht auch immer so ein bisschen, wenn man so... Eine Mischung aus cremig und trocken. Nee, keine Ahnung. Ja, so ein bisschen trocken, genau. Ja. Staubig. Wenn man früher gebacken hat und dann das Mehl so ein bisschen in die Luft gekommen ist, so wie das so riecht in der Nase, das Gefühl ist so, würde ich sagen, Puder pur. Ja, auf jeden Fall. Ja doch, aber so Lippenstift mal riechen ist, glaube ich, eine Option. Ja. Ja. Meine Frau findet alle meine Düfte kacke. Das höre ich an, okay. Das ist aber... Ja, das ist Batman. Das ist echt schwierig, weil bei meiner Frau ist das tatsächlich auch so, wir haben einen relativ unterschiedlichen Geschmack. Mhm. Sie mag eher so frische Düfte und ich bin eher so auf der schweren, auch mal gerne sehr süßen Seite. Ja. Und das ist dann manchmal schwierig, weil dann, du willst ja auch nicht dann zu Hause irgendwas tragen, was der Partner nicht geil findet. So, ne? Also ab und zu schon, aber nicht jeden Tag vielleicht. Ja. Also War and Peace würde ich zu Hause auch nicht tragen. Nee. Also ich hab den ja eingetauscht tatsächlich gegen wie heißt es noch, so ein Oud-Destillat von Enza. Oud Yusuf. Mhm. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Nee, aber oder das sind wir nicht gerade... Bist du überhaupt in diesem Orient-Game so drin? Boah, noch gar nicht. Du meintest, du magst Lederdüfte und sowas? Leder voll, aber so Oud bin ich irgendwie nie so richtig reingekommen. Mhm. Also ich muss auch sagen, so diese ganzen richtig krassen Oud-Hämmer, ne, jetzt sowas wie Enza Oud oder auch... Da, keine Ahnung, da bin ich irgendwie auch immer ein bisschen zu geizig, das Geld dafür auszugeben, so um ehrlich zu sein. Okay. Weil ich mir denke, es gibt so viele andere geile Düfte. Also klar, tragbarer sind, ne? Ja. So, und dafür trägst du es halt so selten. Ja, das ist halt so ein Liebhaber-Ding, ne? Genauso wie Moschusdüfte, also Düfte mit echtem Moschus, das ist halt so, man muss halt wirklich drauf stehen, so. Ja, dieses so. Ich finde das schon geil, so ist es nicht, ne? Also, immer wenn ich jetzt hier so mal von dir mal ein paar Proben oder so bekomme, ich finde es schon geil, ich finde es richtig geil, aber wann trägst du das halt, weißt du? Und wenn du einen ganzen Flakon hast, dann was davon haben. Ne? Oder du gibst halt einen Fick drauf und trägst es einfach. Also Must-Lave kann man Hammer tragen, also der kommt doch gut an tatsächlich. Aber ist auch einer der wenigen. Ja, sehr nice.